So, wir spielen heute ein Spiel, das nennt sich Mapfriend.exe. Während ich das Spiel gedownloadet habe, kam schon diese Meldung auf, wo mir halt wirklich empfohlen wird, das Spiel nicht zu installieren. Zu meiner eigenen Sicherheit? Ich mach's trotzdem, mein PC sagt mir nicht, was ich zu tun habe! Okay, passt auf, das Spiel soll creepy sein und gut. Ich meine, ein Horrorspiel basierend auf einer der größten und meistgenutzten Internet-Apps, die es überhaupt gibt? Genial! Und vor allen Dingen, wenn sich die Hintergrundmusik so anhört. Tipp, du kannst überall hinfliegen, wohin du auch möchtest. Das ist gut zu wissen. Dankeschön. Ich möchte nach Deutschland. Hallo, ich will nach Deutschland. Funktioniert nicht. Ich kann wohl dort nicht überall hinfliegen, wohin ich möchte. Kacklügner. Aber was genau können wir dann hier tun? Tipp, ziehe deinen Map-Freund auf die Karte, um einen besseren Blick zu bekommen. Oh, ich verstehe. Wir müssen mit diesem kleinen, süßen, gelben Typen hier die roten Punkte erforschen. Und es funktioniert. Oh mein Gott, okay. Das kann was werden. Wusstest du schon? Klicke auf eine Location, um dorthin zu gehen. Erforschen macht Spaß mit Mapfriend. Oh, hier ist der rote Punkt. Wir kriegen Informationen. Willow Beach liegt am Ufer des Lake Westwater. Die nächstgelegene Stadt ist Westwater Township. Eine Volkszählung ergab, es gibt 567 Menschen. Innerhalb von 280 Wohneinheiten, Stand 2004. Die Stadt ist vor allem für die berüchtigte Petersburg-Landebahn bekannt. Petersburg-Landebahn? Davon habe ich noch nie was gehört. Wusstest du schon? Um zurück zur Karte zu gehen, klick auf mich. Yay! Okay, das habe ich verstanden. Was ist das hier? Du hast einen Explore-Orb gefunden. Sammle ihn auf, bevor er entkommt. Okay, wir haben einen von drei. Anscheinend brauchen wir drei davon. Ich habe das Gefühl, wir müssen uns auf jeden Fall merken, was an den einzelnen Punkten steht, damit das ganze Spiel einen Sinn ergibt. Gucken wir uns den nächsten Punkt an, und zwar den hier. Mitten im Wald. Was könnte denn schon Gutes mitten im Wald sein? Oh, hier ist der Punkt. Wusstest du schon? Mapbrain findet die besten Up-to-Date-Informationen über deine Lieblingslocations. Okay, gruselig. Noch nie was von Datenschutz gehört. Fifth Willow Forest. Dieses relativ unbekannte Gebiet habe ich auf Platz 5 gesetzt. Willow Forest ist im Frühling wirklich sehr schön. Es ist zwar nicht besonders groß, aber der Ausflug lohnt sich. Vor allem die Aussicht auf den Westwater Lake ist von hier aus großartig. Ich gehe ab und zu mit meiner Familie dorthin. Also sagt mir Bescheid, wenn ihr dorthin geht. Wieso soll ich das tun? Ich kenne dich nicht. Es gibt keinen Grund für dich zu wissen, wo ich gerade bin. Oh mein Gott, wir haben den zweiten Explore-Orb bekommen. Wir brauchen drei davon. Und wir haben ja noch eine Location auf der Karte übrig, die wir erforschen können. Irgendwie habe ich ein ganz unwohles Gefühl. Ein ganz unwohles Gefühl. Was ist das hier? Und was sollte uns die Location eben gerade sagen? Dass man eine gute Aussicht von dort hat? Westwater View ist ein Parkplatz, der den Besuchern des Westwatersees Campingmöglichkeiten bietet. Die Campingmöglichkeiten sind begrenzt, aber die Tagesgebühr ist mit nur 3 Dollar pro Tag sehr günstig. Alter, 3 Dollar pro Tag? Verdammt, das ist ja fast umsonst. Da würde ich das ganze Jahr parken, wenn ich könnte. Ich habe keinen Explore-Orb bekommen. Hallo? Ich habe nur 2 von 3. Habe ich vielleicht irgendwo einen Spot auf der Karte übersehen, den wir noch erforschen können? 1, 2, nein. Doch! Mitten auf dem Meer? Oh mein Gott, was soll denn mitten auf dem Meer sein? Da ist doch nichts außer Wasser. Oder? Ja, hier ist an sich nur Wasser und dieser Punkt. Keine Informationen über diese Location. Vielleicht stimmt irgendwas nicht. Ich denke, du suchst nach etwas anderem. Nach was anderem soll ich denn suchen? Ich weiß nicht mehr, wonach ich suche. Okay, wir haben 3 von 3 Orbs. Das ist gut. Und was können wir jetzt machen damit? Oh, wir können eine neue Location eingeben. Ist es egal, wohin wir gehen? Ich möchte nach Hannover. Oh, egal, was wir eingeben. Das Spiel bringt uns irgendwie nach AdCare oder sozusagen die App Mapfriend. Ich weiß nicht, wo das ist, aber ich bin gespannt. Spannend. Wohin fliegen wir jetzt? Das weiß ich nicht. Du hast mich hierher gebracht. Wo bin ich hier? Ich verstehe das nicht. Gucken wir uns erstmal diesen Ort hier an. Der sieht doch ganz friedlich aus im Gegensatz zu den anderen Orten. Ich fühle mich hier extrem unwohl. Wo ist der rote Punkt hier? Oh mein Gott. Hier stehen ganz viele Punkte. Ich muss davon ein Foto machen. Erstens, die Wüste Gobi ist einer der größten Wüsten der Welt. Zweitens, Wüsten sind gute Orte, um Flugzeuge zu bauen, weil sie sehr flach sind. Drittens, in den meisten Wüsten ist es tagsüber sehr heiß und nachts kalt, sodass es schwierig ist zu operieren. Viertens, in Wüsten gibt es oft interessante Pflanzen und Tiere, die an die Bedingungen angepasst sind. Fünftens, Wüsten sind weit weg von der Zivilisation. Und im Falle eines Notfalls ist es hart, eine
Connection zu bekommen. Sechstens, ein paar Wüsten haben wunderschöne Landschaften. Siebtens, Wüsten können ein gefährlicher Ort sein, wenn man in einen Sturm gerät. Achtens, die meisten Wüsten sind sehr trocken, was schnell zu einer Austrocknung führen kann. Neuntens, wenn du eine Notlandung machen musst in einer Wüste, ist es wichtig, ruhig zu bleiben. Wusstest du schon? Es war eine Ehre, mit dir zu fliegen. Was soll das bedeuten? Überall gibt es Anspielungen auf ein Flugzeug. Sogar auf der Karte davor wurde uns ja beschrieben, dass es an diesem einen Ort eine wunderschöne Landebahn gibt. Eine sehr berühmte. Okay, geht es um einen Flugzeugabsturz hier? Weil es ist sehr, sehr naheliegend. Hier haben wir den Dot. Oh mein Gott, ich kann das so doch nicht lesen. Es ist so schwer. Wusstest du schon? Es sieht so aus, als wärst du in einem Bereich, wo es nicht viele Daten gibt. Bist du sicher, dass du richtig suchst? Und diese Daten haben nichts mit deinem Flugzeug zu tun. Anscheinend möchte der Map-Freund uns zu irgendwelchen bestimmten Daten führen. Ich habe einen Explore-Orb bekommen. Zu was für Daten möchte er uns aber führen? Okay, gehen wir mal in diesen Bereich hier rein. Der sieht ziemlich creepy aus. Oh mein Gott, was ist das Rote hier auf dem Boden? Keine Informationen über diese Location. Sorry, Map-Freund kann dir nicht helfen mit dieser Location. Ich bin nur der Co-Pilot. Was hat das alles zu bedeuten? Okay, wir haben den Orb gesammelt. Ich bin nur der Co-Pilot? Was willst du uns damit sagen? Ich verstehe das alles doch nicht so ganz. Ich hoffe, wir finden jetzt den dritten Orb. Komm schon, was ist hier? Irgendwo müsste der rote Pfeil sein, genau hier. Hallo? Die ganzen Informationen sind verschwunden. Aber wir haben den Orb gesammelt, den dritten. Die Information ist ganz am Anfang da, wenn wir in diesen roten Punkt reinklicken. Das heißt, es gibt diese Information. Und die besagt, nach Angaben von Western Avery, sind Berichte über Abstürze sehr selten. Tatsächlich ist die Zahl der Todesopfer im Vergleich zu den meisten Unternehmen sehr gering. CEO John Slater sagte in einer Stellungnahme, wir sind sehr besorgt über den jüngsten Unfall. Bei unsere Kunden zu versichern, dass es steht so lückenhaft am Ende da. Was für ein jüngster Unfall. Wir haben eine neue Location, die wir freigeschaltet haben. Und im Endeffekt ist es ja egal, was wir da eingeben, weil der Map-Freund gibt uns eine gewisse Location vor. Und diesmal ist es eine Koordinate. Ich tippe einfach irgendwas auf der Tastatur ein. Search. Wohin kommen wir jetzt hier? Oh mein Gott, wusstest du schon? Der Wind stand immer auf 20 Knoten. Nun ist er bei 30. Da ist das Flugzeug. Es hat also was mit einem Flugzeugabsturz zu tun. Das hättest du nicht wissen können, Kapitän. Ich bin der Kapitän und Mapfriend ist der Co-Pilot. Bin ich schuld an diesem Unfall? Bitte erzähl mir was darüber, Mapfriend. Oh mein Gott. Das sieht creepy aus. Wo ist der rote Punkt? Genau hier. Wir sehen das Flugzeug. Wusstest du schon? Es hätte es... Ah! Was? Okay. Im letzten Frame stand da die Nachricht vom Co-Piloten. Du hättest es sein sollen. Du hättest es sein sollen. Was genau soll das bedeuten? Heißt das, mein Co-Pilot ist jetzt in diesem Programm gefangen? Ich bin mir sicher, da steckt so viel mehr hinter dem Spiel, was ich gerade noch nicht verstehe. Vielleicht versteht ihr ja mehr. Schreibt mir mal eure Theorien dazu in die Kommentare. Ich hätte es sein sollen. Ich verstehe es nicht so ganz. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel. Falls ihr wirklich Ahnung habt, schreibt mir gerne irgendwas dazu in die Kommentare, weil ich stehe hier gerade auf dem Schlauch. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich für meinen Teil beende jetzt hier dieses krasse Video. Ich fand das Spiel echt krass. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.